Servus, Kalle hier. Hier mal Kanada. Eine richtig coole Gewürzmischung. So habe ich Kanada eigentlich kennengelernt und gesehen. Und heute machen wir einfach, Kanada ist für mich heute mal eine Karlsachse vom Grill. Wir machen ein Blumenkohlpüree dazu. Und das ganze Ding gibt dann noch richtig schöne glasierte Pilze vom Grill. So, als erstes, was machen wir? Wir nehmen unser Gewürz und marinieren die Haxe schön. Was darf in Kanada auf keinen Fall fehlen, ist Ahornsirup. Ja? Das heißt, wir werden das ganze Ding später ein bisschen mit Ahornsirup glasieren. Die ganze Kalbsachse würden wir so jetzt mal für 2 Stunden, 2,5 schön auf den Grill packen. Ja? Schau, dass der Grill so bei zwischen 190 und 220 Grad eingependelt ist. Und dann wird das richtig eine schöne Geschichte. Und die hauen wir jetzt einfach auf den Grill. Man sieht auch hier schön die Temperatur, das passt. Der pendelt sich noch ein. Und jetzt kommt der Sound natürlich. Ach, ist das geil. Das ist geil. Perfekt. So, immer mal wieder drehen. Und jetzt gehen wir an den Blumenkohl. Das ist eine relativ einfache Geschichte. Dann schneiden wir hier rein. Den Strom nehmen wir natürlich mit, weil wir kochen es dann gleich in der Küche auf dem Herd. Und er gibt meiner Meinung nach auch nochmal einen richtig schönen fetten Geschmack ab. Ja. Brauchen wir gar nicht so viel machen im Prinzip. Ab da rein. So, und das war eigentlich schon das meiste, ne? Und wenn dann alles fertig ist, dann gehen wir eigentlich prinzipiell nur noch hin und hauen die Pilze zum Schluss wirklich auf die Platte drauf, ziehen die ein bisschen mit Wagyu-Fett an, ja, geben dem ganzen Ding einen Geschmack und ich würde sagen, wir gehen in die Küche und kochen da mal den Blumenkohl. Wir sind jetzt umgezogen und kochen jetzt den Blumenkohl. Das ist eigentlich total unspektakulär. Wir haben hier ungefähr 2 Liter Wasser, 2 Esslöffel Meersalz, den Blumenkohl und jetzt wird es echt tricky. Du musst gut aufpassen, jetzt wird es tricky. Fertig, wir sehen uns in 10 Minuten. Ich glaube, mir pfeift der Blumenkohl. Also, hier, wie man sieht, Blumenkohl ist drin, er ist weich. Ja. Tun wir den ganz kurz mixen. Machen wir jetzt ein schön cremiges Püree draus. Wieder die Wunderwaffe, Canadian. Jetzt machen wir noch einen ganzen kräftigen Schuss Ahornsirup. Ahornsirup ist so Kanada Nummer 1. Ja? Es gibt beim Kanadier nichts ohne Ahornsirup. So. Dann gehen wir hier auf Stufe. Das ist ein Sound, ja? Jetzt lassen wir es laufen. Derzeit schauen wir nach unserem Fleisch. Und dann können wir schon anrichten. Hier haben wir unser Püree. Ja, mega, sag ich da. Können wir aufmachen? Was meinst du, hä? Genau du, sollen wir aufmachen? Ich glaube, wir machen auf. Oh. Fällt schon schön ab. Oh, Wahnsinn. Allein dieser Geruch ist schon eine Granate, ne? Mega. Das ganze Ding hat man noch ein bisschen mit Ahornsirup karamellisiert.
ist so weich. Mega. Schau das an. Und wieder ein bisschen Liebe. Und ganz wichtig, kleiner Schuss Ahornsirup. Et voilà, viel Spaß.